sind wir wieder. Eure Tammy Maus und euer Arno. Euer Arno, genau. Heute haben wir Samstag. Arno war gerade mit und war einkaufen mit uns. War ganz schön voll auf dem Samstag, ne? Aber wir hatten trotzdem Spaß, oder? Ja, genau. Und samstags haben wir wohl mal Hunger auf was Fettiges. Da essen wir Pommes und Currywurst. Und bei Facebook habe ich mal gesehen, dass es da so eine tolle Currywurstsoße gibt. Und zwar heißt die in der Rezeptwelt Currywurstsoße à la Frittentempel. Und die machen wir heute. Als wir geguckt haben, was müssen wir denn dafür einkaufen, da stand drin Cola, das fanden wir ganz komisch. Und Aprikosenmarmelade. Aber da sind 160 Bewertungen drauf und die meisten schreiben echt, das ist eine Hammersoße. Und deswegen machen wir die heute. Hilfst du mir? Ja. Gut. Dann machen wir jetzt den Termin an und los geht's. Zuerst geben wir rein 20 Gramm Öl. Reinmachen. Genau. Und. Oh. Bisschen zu viel. Macht nichts. Dann nehmen wir 240 Gramm Tomatenketchup. Waage bitte. Das ist jetzt ein bisschen mehr. Das ist ungefähr eine halbe Flasche. Jawohl. Dann kommt rein Orangensaft. Und zwar 60 Gramm. Orangensaft und Cola auf 60 Gramm. Danke, Arno. Gucken, wie viel das noch ist mit dem Rest hier. Und das reicht auch. Guck. Tada! Tada, genau. Und ein Esslöffel Aprikosenmarmelade. Bin ich echt gespannt. Auch ein bisschen? Nee, brauchen wir gar nicht, weil das machen wir nur mit einem Esslöffel so. Ein Esslöffel Aprikosenmarmelade. So, dann kann der Deckel jetzt drauf. Gut, und jetzt wird das Ganze erstmal gekocht und verrührt. 2 Minuten, erst auf Minus, genau, und dann auf Plus. Ja. Oh, einmal auf Minus wieder. Genau, 2 Minuten reicht. 100 Grad. Und Stufe 2. Und nach den 2 Minuten geben wir die restlichen Zutaten hinzu. Bis gleich. Bis gleich. Gut. So, die 2 Minuten sind rum. Was heißt? Nee, brauchst du nicht. Lass mal drin, weil das ist ja einfach nur flüssig und ein bisschen warm geworden. So, jetzt kommt der Rest dazu und zwar steht hier als Tipp, vorsichtig würzen. Hier steht 1 bis 2 Esslöffel Currypulver. Ich nehme dann erstmal nur einen. Vorsichtshalber, okay? Also ein Esslöffel, oh, ein guter Esslöffel Currypulver. Nachwürzen können wir immer noch. Dann kommt ein halber Teelöffel Cheyenne-Pfeffer dazu. Je nach Schärfe, Cheyenne-Pfeffer habe ich nicht. Ich nehme jetzt so einen Teelöffel Sambal Ölek. Haben wir so ein großes Glas da. Davon nehmen wir einen Teelöffel. Ansonsten halber Teelöffel Cheyenne-Pfeffer. Dann steht hier ein Teelöffel gekörnte Brühe. Habe ich jetzt nicht da. Ich nehme einen halben Brühwürfel. Machen wir so ein bisschen kaputt. So. Dann kommt ein Teelöffel Salz. Arno, ein ganzer Teelöffel. Gut. Und weiter geht's mit 2 Esslöffel Zucker.
Also ich bin echt gespannt. 2 Esslöffel Zucker, wow. Und eine Prise Pfeffer. Mehr. Danke. Oh, ich mach nichts, machen wir gleich. So, Deckel drauf. Und der letzte Schritt ist jetzt 6 Minuten. Einmal auf Minus. Auf Minus. Und dann auch da. Bis 6, also 6 Minuten. 6 Minuten, 100 Grad. Ja. Und Stufe 1 bis 2, so zwischen 1 und 2. Gut. So, zwischen 1 und 2, siehst du? Mhm. Und in 6 Minuten ist die Soße fertig. Und dann sind wir schon ganz gespannt. Bis gleich. Jawohl! Die Soße ist fertig. Genau, die Soße ist fertig. Hat schon gut geblubbert. Oder es blubbert immer noch. Rabammel! Ich probiere jetzt mal, ob da jetzt genug Curry drin ist, weil wir haben ja von allem ein bisschen weniger genommen im Rezept, weil ja darauf hingewiesen wurde, bevor das Ganze zu scharf wird. Also probiere ich erstmal so. Das ist ja Wahnsinn, wie die schmeckt. Hier, ich fühle das mal um, dann kann ich auch gleich mal probieren. Boah! Also ein Esslöffel Curry reicht. Ziska, bist du müde? Ziska geht. Ziska geht, total. Ja. Ziska und Ziska allein. So, ich habe jetzt schon probiert. Ich finde sie richtig lecker. Jetzt probiert Arno noch mal. Aber Vorsicht, ganz heiß, ne? Ganz vorsichtig. Also ich finde es würzig genug mit einem Löffel Curry. Aber das könnt ihr ja dann... Ist dir das zu scharf? Schmeckt gut. Schmeckt gut? Ist nicht zu scharf? Nein. Nee, also wer schärfer mag, klar, kann gerne nachwürzen, aber uns reicht das so. Die Soße ist fertig. Jetzt machen wir die Bratwürste. Die Pommes kommen in den Ofen. Und dann machen wir das gleich fertig auf dem Teller. Und dann schicken wir euch noch, nein, im Anschluss ans Video bekommt ihr dann das Foto. Die Soße schmeckt wirklich super lecker. Und möchtet ihr nochmal dahin gucken? Könnt ihr mich auch nochmal sehen? Ja! Dann sagen wir vielen Dank fürs Zugucken. Und bis zum nächsten Mal. Eure Tammy Maus und eure Anu. Tschüss! Tschüss!